Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sallys Salon. Wir sind mittlerweile im vorletzten Kapitel und machen weiter mit Level Nummer 2. Immer im Mittelpunkt. Finde alle Tickets für die Delfin-Show. Delfin-Show ist aber nicht so cool. Naja, mal sehen, wie es so aufgebaut ist, diese wunderbare Delfin-Show. Was ist das und was kann das? Dank dieses Futters sorgst du dafür, dass deine Fische schneller wieder losknabbern möchten. Ach so, ach, das sind so die Fische, die man an den Füßen hat, ne? Ja, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Keine Ahnung, Fischtherapie oder so, ich weiß es nicht. Und das hier spare ich mir auch erstmal, oder? Stoppt zeitweise den Verlust von Geduld und erhöht dein Tempo. Nee, erstmal nicht. Der Kaffee hier ist göttlich, Kai. Schön, dass er dir schmeckt. Und glücklicherweise servierst du ihn auch in großen Bechern. Ich habe kürzlich diesen Schauspieler getroffen, der seinen Kaffee nur aus diesen winzigen Tassen getrunken hat. Kannst du dir das vorstellen? Nein, kann ich nicht. Schau, Sally, es gibt hier auf der Insel ein Delfinreservoir. Ich habe nach der perfekten Postkarte für Emily gesucht und diese hier gefunden. Auf der Rückseite steht Markia Delfinreservoir. Lass uns dort später hingehen. Das denke ich nicht. Warum nicht? Du liebst doch Delfine. Sie erinnern mich zu sehr an Julio. Du redest sehr viel über diesen Julio, aber er macht dich sehr traurig. Traurig und fröhlich und traurig. Wir sagen hier immer, dein Leben ist dort, wo deine Aufmerksamkeit ist. Das verstehe ich nicht. Das wirst du. Eines Tages. Dieser Kai redet nicht so viel und wenn er es doch tut, spricht er nur in Rätseln. Können wir zu den Delfinen gehen? Bitte, Sally. Sicher, François, das werden wir machen. Yeah, beste Insel aller Zeiten. Oh Mann, oh Mann. Okay, hier liegen jetzt überall die Delfinkarten rum. Okay, okay, also. Was, wo sind sie denn jetzt? Ach, da sind sie wieder so. Da ist schon mal eine. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Ich habe gerade noch eine gesehen. Da ist eine, da ist eine. Und du bekommst erstmal das hier. So, abkassieren. Ist Sally jetzt zum Aufräumen da? Das wäre ja richtig super. So, das waren hier die heißen Steine. Und zwei Karten fehlen mir noch. Da ist eine. Ach ja, stimmt, es dauerte ja einen Moment. Genau. Und hier war das einfach nur so reinziehen. Okay, okay. So, eine Karte fehlt uns aber noch. Wo ist sie? Noch kann ich hier nichts entdecken. Ich finde das alles immer noch ein bisschen unübersichtlich. Aber gut, ich denke, daran werde ich mich hoffentlich gewöhnen. Da ist der Diebstahl. Und das ist dann einmal für dich da oben. Ach, da! Da stand die Sally die ganze Zeit davor. Deshalb habe ich sie nicht gesehen. Okay, du bekommst dann gleich wahrscheinlich das Handtuch, ne? Genau. So, 830 Punkte. Ja, das ist ja erstmal nicht viel. Das sollte machbar sein. So, zweimal Nagellack für dich. Und dann bin ich echt gespannt, was für eine Art von Delfin-Show das ist. Also, Delfin-Reservoir klingt ja jetzt erstmal gut, aber so eine normale Delfin-Show, wie man sie auch aus dem Zoo kennt, das geht ja mal gar nicht. So, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, ein Großteil... Oh, was ist das denn? Achso, du möchtest die Fische, okay. Ich denke, ein Großteil der Menschen ist mittlerweile auf dem Stand, dass Delfin-Shows nicht so besonders cool sind. So, du möchtest dann gleich wohin? Ach, da oben, ne? Genau, stimmt. So, dann muss hier jetzt gleich noch ganz fix aufgeräumt werden. Ich kann dann in der Zeit... Achso, du bist da gar nicht fertig. Achso, ich dachte jetzt. Ich dachte, sie ist da fertig. Ich kann da die Rose abpflücken und dann war's das. So, ach ja, stimmt. Nägellack hier. Gut, dass man einfach so drüber... pinseln kann. So, Sally, ganz schnell aufräumen, denn die nette Dame hier vorne wartet schon ein bisschen länger. So, jetzt kommst du auch noch dazu. Hatte ich jetzt überhaupt nicht die Möglichkeit, einen weiteren Stuhl hier zu kaufen? Nee, ne? Echt schade. Ich hoffe, das kommt im nächsten Level, weil es wird jetzt ein bisschen schwierig hier, aber gut. Ach ja, Pediküre nicht vergessen, da ist auch die Zeit relativ großzügig angesetzt. So, Sally rückt auf, dann kassiere ich mal eben. Du möchtest jetzt dahin, okay, dann bringe ich dir erstmal das. Und dann hätte ich aber in der Zwischenzeit, ja, hätte ich vermutlich hier was mitnehmen sollen, ne? Aber ist egal. Nehmen wir das schon mal mit, das bekommst du dann, dann bringe ich dir das Handtuch. Sie sieht ja auch einfach super schick aus. So, Nägel lackieren. Dann bekommst du gleich deine Hotstone-Massage, dir bringe ich das Handtuch, hier wird aufgeräumt. So, dann komme ich erstmal zu dir und bereite da die Steine vor. Sally kann dann kurz dahin gehen, so, das ist für dich. Und der Große kommt dahin und der Kleine dahin. Dann kassiere ich mal eben, ach, du möchtest das da oben hin, okay. So, dann nehme ich das hier auf jeden Fall schon mal mit für dich. Und du bekommst dann das so Rosenblütenbad. Und was das da unten sein soll, weiß ich immer noch nicht. Das weiß ich.
aber gut. Also, Sally, du kannst da vorne aufräumen. Dann schnappe ich mir schon mal das Handtuch, dann kassiere ich mal eben. Und dann könnte ich eventuell gleich noch ein paar Rosen abpflücken, oder? Pass mal auf, das mache ich kurz hier auf dem Weg. Dann kommst du für die Steine. Hast du es jetzt nicht gemacht? Nee, hat er nicht gemacht. Aber gut, halb so wild. Dann machen wir das zuerst. Sally, du kannst gleich da oben aufräumen. So, jetzt nämlich. Dann hätte ich jetzt ganz gerne die Rosen. Obwohl, nee, so viele wollen das jetzt gar nicht mehr. Ist egal, ich kassiere jetzt erstmal. Und bringe dir dann das Massageöl oder so. Ich habe keine Ahnung. Und du bekommst dann einmal das Rosenblütenbad. Und hier wird noch aufgeräumt. Dann kassiere ich mal eben. Und dann kann ich für dich gleich schon mal die Steine machen, denke ich mal. Ich will es hoffen. Ach, du brauchst ja noch das Handtuch, ne? Ja gut. Machen wir auch alles gleich. So, bitteschön, das ist für dich. Der dahin und der dahin. Und dann nochmal das Handtuch. Ist aber richtig schön gechillt hier, ne? Auf Hawaii, würde ich mal so sagen. Ist ganz cool. So, Sally, du kannst doch eben aufräumen von mir aus. Und dann kassieren wir hier schon mal. So, meine Liebe, du warst die letzte Kundin für heute. Okay, die sind im Meer, das geht ja noch. Schau, Sally, da sind sie. Sehen sie nicht einfach unglaublich aus? Das tun sie. Die großen Tümmler werden gemeinhin als die gesprächigsten Tiere der Welt angesehen. Sie erzeugen konstant Geräusche, die sie für die Kommunikation und Navigation einsetzen. Bist du sicher, dass du nicht verwandt bist, Sally? Das sind wirklich sehr intelligente Wesen, nicht so wie er. Das sind sie ganz sicher. Sind sie extra wegen dieser Tiere hierher gekommen? Irgendwie schon. Ich brauchte eine Auszeit und die Delfine, nun, man sagt, dass sie helfen. Wobei helfen? Meine Mutter ist kürzlich gestorben. Oh, meine Liebe, mein herzliches Beileid. Ich bin übrigens Sally und dieser liebenswerte Kindskopf ist François. Ich bin Julie. Es ist sehr schön, dich kennenzulernen, Julie. Weißt du, Delfine sind toll, aber was du wirklich brauchst, ist ein Verwöhntag. Ich bin eine Friseurin und helfe derzeit hier im Spa aus. Warum kommst du morgen nicht vorbei und ich werde dir ein Makeover spendieren? Danke, Sally. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin nicht der Spa-Typ. Unsinn. Jeder ist ein Spa-Typ. Du musst dir nur eingestehen, dass es dir gefällt. Du verdienst es, Liebes. Du hast einen großen Verlust erlitten. Ich schätze schon. Vielen Dank. Keine Ursache. Sally wird sich um dich kümmern. Ach ja, die gute Sally, Freundin der Welt und Freundin der Delfine. Und ich fand es schön zu sehen, wie François total abgegangen ist und sich mega gefreut hat über diesen einen Delfin. Also zumindest habe ich da gerade nur einen gesehen. So aus dem Augenwinkel, aber gut. So, was kommt als nächstes? Level Nummer 3. Und was müssen wir machen? Kümmere dich um Julie, okay? Und was können wir uns jetzt leisten? Eine Theke? Achso, hier haben wir jetzt schon eine zweite. Ach super, was ist damit? Erhöht die Geduld der Kunden. Okay, wir kaufen das. Wir kaufen... Nee, Moment. Was ist damit? Schnelleres Aktivierungstempo. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und dann können wir uns das hier trotzdem noch leisten. Ach schön, und das hier könnten wir jetzt auch kaufen, ne? Aber ich spare erstmal. Julie, du bist gekommen. Natürlich. Kai, das ist meine neue Freundin Julie. Sie wird heute meine Kundin sein. Natürlich, Sally. Willkommen, Julie. Kai denkt, dass ich zu viel rede, aber gestern haben wir erfahren, dass Delfine auch sehr viel kommunizieren, nicht wahr? Das stimmt. Also, Kai, ich bin mir sicher, dass du Delfinen auch nicht sagen würdest, dass sie weniger reden sollen. Das würde ich nicht. Das dachte ich mir. Aber sie reden nicht nur, sie hören auch zu. Aber ich höre doch zu. Ich habe gestern Julie zugehört. Sie hat mir erzählt, dass sie ihre Mutter verloren hat. Sally. Oh, entschuldige, Liebes. Ich bin auch so ein Plappermaul. Schon okay. Es ist ja kein Geheimnis. Es tut nur noch so weh, sogar wenn du nicht darüber sprichst. Und genau aus diesem Grund werde ich dich mit der besten Spa-Behandlung verwöhnen, die du je erlebt hast. Wir werden all deine Traurigkeit wegmassieren. Oh, sie ist ja echt so lieb, ne? Aber trotzdem, die hat ihre Mutter verloren. Ich weiß ja nicht, ob es dann einfach hilft, sich hier ein bisschen, ja, weiß ich nicht, die Sonne auf den Pelz scheinen zu lassen und sich massieren zu lassen. Aber gut, ist ja trotzdem ganz nett von ihr. So, hier kannst du aufräumen. Ganze 4-mal müssen wir das machen. Okay, ich denke, das werden wir hinbekommen. Und das Ganze hat sich jetzt hier ein bisschen gefüllt. Ne? Wir haben jetzt hier Puder, wir haben eine Creme, wir haben das Öl. Wir haben hier die Fische. Okay, die sind dann einmal für dich.
Sie ist auch so eine typische Touristin, ne? Mit der Kappe auf. Und ich glaube, das da oben soll ja wohl eine Sonnenbrille sein. Karl, wo bist du? Ich habe dich leider nicht gesehen. Oh Mann, schade. Schade. Ich habe dich nicht gesehen. Oh doch, ich glaube, so aus dem Augenwinkel gerade da hinten, ne? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Oh, was? Was ist das denn für eine Frisur? Sally, was machst du da? Ich muss jetzt erstmal hier klarkommen. Er möchte das wunderbare Getränk. Das werde ich mir jetzt mal schnappen. Und dann bekommst du das Puder. Ja, ich mach das... Ach so, das geht sogar relativ schnell. Ich dachte, das muss jetzt erst irgendwie aufgefüllt werden oder so. Aber gut, umso besser. So, ab da oben hin. Du kannst dich hier drum kümmern, Julie, und dann da vorne ein bisschen sauber machen. Und du bekommst doch bestimmt gleich noch das Handtuch. Genau, das habe ich mir doch fast gedacht. Und dann werde ich jetzt gleich nochmal drauf achten, wo sich der Karl befindet. Kannst du da bitte hingehen, Sally? Ich habe das jetzt... Ah, ich habe sie nicht richtig angeklickt. Ja, okay, alles gut. So, und dann kannst du da oben nochmal bitte aufräumen. Dann mache ich das hier und das hier und das hier. Gut, dass das mit der Punktzahl hinhaut. Dass ich jetzt hier so ein bisschen langsam unterwegs war, aber gut. So, das ist dann für dich. Und dann bekommst du einmal das Rosenblütenbad. So, Pediküre. Und was ich eigentlich sagen wollte, es ist ganz schön viel dazugekommen. Also Pudercreme, das ist Öl, das wird irgendeine Lotion oder so sein, könnte ich mir vorstellen. Aber gut. Und wir sind gerade erst in Level 3, ne? Also wow, was wird da noch so hinzukommen? Ich bin gespannt. So, da vorne wird aufgeräumt. Wo gehst du jetzt hin? Achso, du gehst da oben hin, alles klar. So, dann bekommst du einmal das hier. Sally macht da jetzt zum Glück sauber und kann sich dann hoffentlich erstmal um die gute Julie kümmern. Wir machen eine Pediküre. Und dann bekommst du einmal die heißen Steine. Vor allem finde ich das auch super, dass wir hier eine Pediküre beim Mann machen. Also, warum auch nicht, ne? Man kann ja auch dem Mann die Nägel in Galaxy-Lila-Glitzer lackieren. Warum nicht? Ich finde es nur gerade irgendwie lustig. Ich meine, das sollen doch Männer sein, oder? Ja, definitiv. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also, das ist für dich. Das hier schnappe ich mir schon mal. Sally, du musst ein bisschen schneller aufräumen. Beziehungsweise, ich muss dich ein bisschen schneller zum Aufräumen schicken, ne? Jetzt habe ich schon das Handtuch mitgenommen, obwohl ich das gar nicht brauche. Ich brauche nämlich erstmal das. Und dann gehst du dahin, dann gehe ich dahin. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier alles so hin. 841 Punkte haben wir schon, das ist gut. Dann bringe ich dir das. 3 Sterne erreicht. Ach, super. Und Julie einfach mit ihrer super-duper Frisur, ne? Also, für dich ist das Handtuch. Dann wird gleich sauber gemacht. Habe ich das mit den heißen Steinen jetzt nicht durchgezogen? Nee. Es ist noch ein bisschen verwirrend hier, wirklich. Also, ich denke, es wird vorbeigehen, hoffe ich. Weil ich es trotzdem schön finde, aber bunt und überfüllt. Und ich habe vorhin schon hier die Steine angeklickt. Ich weiß nicht, warum der gute Kai das nicht gemacht hat. So, das ist dann für dich endlich mal. Hier der und der und der. Und dann kassiere ich eben, nehme 2 davon mit. So, dann sind die auf jeden Fall jetzt schon mal für dich. Und das Handtuch hatte ich auch die ganze Zeit dabei, braucht das aber noch gar nicht, denn erstmal ist das hier für dich. Und dann kassiere ich einfach schon mal, weil das klappt ja sowieso. So, das für dich, das für dich. Und dann kommst du gleich noch da oben in das wunderbare Becken. Was, jetzt möchtest du noch ein Getränk? Was zur Hölle, willst du nicht mal langsam das Handtuch? Ich meine, der andere Typ, da wartet auch schon ewig, ne? Los, mach hin jetzt. So, Handtuch für dich. Dann kann ich mir das nächste direkt schon mal schnappen, weil früher oder später wird er das haben wollen. Sally räumt auf, dann nehme ich vielleicht auch noch mal das hier mit. Dann kann ich schon mal kassieren und das mache ich auch schon mal fertig. So, irgendeins wird er ja haben wollen. Genau, das hier. Ich füge nochmal eine Rose ab, falls er das Ganze nochmal machen möchte. So, dann möchtest du den Drink. Den habe ich natürlich auch schon vorbereitet, weil ich ja ganz genau weiß, was du möchtest, mein Lieber. Und dann bekommst du auch zum Abschluss noch das Handtuch. So, das war's. Wir kassieren. Sally muss nicht mehr aufräumen. Und fertig. Nicht sagt, das Leben ist toll mehr als dramatisches Haar. Tja, schätze schon. Mit dieser Frisur wirst du bestimmt auffallen. Für all die falschen Gründe. Was meinst du? Das hat keine Bedeutung. Danke, Sally, für heute. Fühlst du dich jetzt besser? Ehrlich gesagt, nicht wirklich, aber das ist nicht deine Schuld. Hi, Aaron. Hi, Kai, hier ist deine Wochenlieferung für den Spa. Danke. Aaron, darf ich dir Sally vorstellen? Sie hilft ein wenig aus und die Kundin hier ist Julie. Ich sehe für gewöhnlich nicht so aus. Freut mich, dich kennenzulernen, Aaron oder Aaron, wie auch immer. Es ist mir auch eine Freude, dich kennenzulernen. Aaron besitzt ein kleines Flugzeug. Er beliefert mich und eine Menge der anderen Geschäfte hier auf der Insel. Ist das der Julio, von dem du gesprochen hast? Ja, nein, ja, schmeiß diese bitte weg, okay? Hier steht, dass er tot ist. Ist er nicht, alles nur Lügen, Lügen und Lästereien.
Sie will es aber auch einfach nicht wahrhaben, ne? Gut, ich aber auch nicht. Ich gehe auch nach wie vor fest davon aus, dass Julio natürlich noch lebt. Aber ja, es passt einfach so zum Spiel, ne? Happy End und so. Aber trotzdem, sie müsste doch langsam mal davon ausgehen, dass da vielleicht doch was Wahres dran ist. Aber gut. So, Herausforderung verschollen. Karl will spielen. Finde ihn, bevor der Tag endet. Okay. Einfach nur einmal finden oder mehrmals? Ich habe keine Ahnung. Wir kaufen uns erstmal das hier. Erhöht die Geduld der Kunden. Ah, wir müssen ihn öfter finden. Okay, wow. Das kann schwer werden. Weil ich das Ganze ja noch ein bisschen unübersichtlich finde. Und noch gar nicht wirklich weiß, wo der hier so auftaucht. Aber gut. Wie oft müssen wir denn fangen? Ich würde jetzt schätzen 10 Mal, ne? Das ist bestimmt eine 10. Und ich hoffe auch, dass wir ihn hier hören werden. So, du bist fertig, meine Liebe. Dann kassieren direkt. Karl, ich habe dich noch nicht gesehen. Noch nicht einmal. Aber gut, so, das ist für dich. Dann klicke ich das hier schon mal an. So, schnell die Pediküre. Karl, oh, da bist du. Gut, wir hören ihn. Das ist schon mal viel wert, dass ich da ein bisschen nach Gehör gehen kann. Das ist für dich, das ist für dich. Und was möchtest du da oben? Einmal das und einmal das. Bitteschön, dann kassieren wir direkt. So, da ist er. Nummer 2. Sally räumt auf. Ich kassiere mal eben. Dann mache ich das hier fertig für dich. 2400 Punkte. Oh, das ist aber nicht wenig. Im Vergleich, oh oh, zu dem Ganzen davor. Leute, ich habe ihn noch nicht gesehen. Sollen wir schummeln? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Oh, ich sehe ihn. Ich sehe dich, Karl. Ja, ich hab dich. Dann ist einmal das Getränk für dich. Sally macht da oben eben kurz sauber. Bringst du es auch bitte hin? Wäre total super. So, das hier und das hier. Habe ich ihn schon wieder gehört? Nee, ne? Ich glaube diesmal nicht, oder? Ich weiß es nicht. So, ich hätte gern... Ja, ich hätte gern das Hand... Ja, ich hätte... Da ist Karl. Ich hätte gern das Handtuch. Ja, das seht ihr, das ist ganz schwer... Das ist ganz schwer anzuklicken. Ich mache erst das hier. Mein Mama, ganz schön blöd manchmal. So, jetzt aber bitteschön. Da ist er. Zum Glück nicht ganz so gut versteckt. Das nehmen wir mit. Und zweimal Nagellack für dich, meine Liebe. So, hier vorne wird aufgeräumt. Da haben wir jetzt über eine Kombo. Ach, schön. Und wir haben 1000 Punkte. Und wir haben Karl auch zum 6. Mal. Das freut mich sehr. So, einmal ein Stein und noch ein Stein. Und dann bekommst du da oben die Fische. Okay, okay. So, Karl, 4 Mal muss ich dich noch finden. Jetzt nur noch 3 Mal. Ach, er bekommt da noch Puder? Eieiei, okay. Gut, bring mir erstmal das Puder rum und dann komme ich zu dir da oben. Muss ich was machen beim Puder? Nee, muss ich gar nicht. Ah, Karl, da bist du. Gut versteckt diesmal. So, dann 1, 2 davon. Dann kassiere ich aber eben. So, 2 Mal müssen wir ihn noch finden. Das kriegen wir hin. Da ist er. Gut versteckt. Pediküre machen. Nicht vergessen. So, dann bringe ich dir das Handtuch. Dann bekommst du da eben die Steine. Hier wird aufgeräumt. Dann kannst du da hoffentlich noch ein Momentchen warten. So, Sally räumt dann auch hier vorne noch auf. So, das ist für dich. Ein Stein hoch, ein Stein... Na, komm schon, ein Stein hier, ein Stein da. Genau, falsch rum. So, einmal die Creme für dich. Und das hier, ich habe Karl gehört. Ah, da ist er auch. Da ist er auch aus dem Augenwinkel noch gesehen. Also, hier wird aufgeräumt. Dann bekommst du da dein wundervolles Rosenbad. 2100 Punkte haben wir schon. Dann pflücken wir doch direkt nochmal ein paar Rosen ab. So, machen das hier erstmal fertig. Das ist echt gemein, dass das hier irgendwie so weit weg ist, ne? Von den anderen Sachen. Weil das ja doch schon einen Moment dauert. Aber gut, so, das für dich und das für dich. So, Sally, du kannst gerade nichts machen. Sie steht da jetzt und wartet. Dann bekommst du gleich das hier. Hier machen wir jetzt erstmal... Ach nee, machen wir doch nicht. Ich würde gerade sagen, hier machen wir Pediküre, aber stimmt ja gar nicht. Ich weiß nicht, warum er das jetzt vorgezogen hat. Hat das hier mit dem Klicken nicht funktioniert? Sally, du kannst aufräumen. Dann werde ich erstmal hier kassieren. Die wartet da schon ein bisschen länger, die eine Dame. So, das dazu, das dazu, das dazu. Bitte schön. Dann bekommst du das hier einmal. Bitte sehr. Dann bekommst du das Handtuch. Und dann haben wir es ja gleich schon. Ach, wunderbar. Das freut mich. So, Nägel sind lackiert. So, Sally, du kannst aufräumen. Dann mache ich doch mal eben fix ein Getränk. Sag mal... mit dem Handtuch. Hier ist nicht ganz cool, ne? Das ist nicht so eine coole Position, wenn ich das mal so sagen darf. So, machen wir eben schnell 2 Körbe fertig. Bitteschön. Sally, aufräumen nicht vergessen. Und hier nochmal die Fische für dich. Ach, es kommen ja noch voll viele. Ich dachte gerade so, ja, der Tag ist bestimmt schon zu Ende. Aber nein. Aber nein. Gut, hier wird es schnell aufgeräumt. Nicht ruckeln und ärgern, bitte. Bitte, bitte nicht. Nicht ruckeln und ärgern, das ist nicht schön. Also, das ist für dich. Wo geht er jetzt hin? Ach, da oben, okay. Mann, jetzt haben wir auch nur noch eine Liege. Das mit der Julie war ja gerade toll, dass sie da auf der Liege saß, aber trotzdem, ich hätte die gerne behalten.
So, auf die Küre und dann ist das Handtuch für dich. Habe ich jetzt noch ein zweites genommen? Ja, sieht so aus. Dann machen wir erstmal das, dann kommt das hier weg. Und dann kann Sally da vorne nochmal eben schnell aufräumen. So, das ist für dich. Ein Stein hier, ein Stein da unten. Eine ganz schön lange Prüfung, oder? Also so von der Zeit her habe ich jetzt das Gefühl, es ist wieder... Ach, jetzt ist er vorgegangen. Was zur Hölle? Ja, von der Zeit her, es ist halt super viel Story, so generell, ne? Das ist mir am Anfang schon aufgefallen, dass das hier echt ein bisschen anders ist. Aber die Level sind auch wirklich wieder ein bisschen länger. So, das für dich. Und das für dich, Sally, geht aufräumen. Dann bringe ich dir eben ganz schnell das Handtuch. So, das war's jetzt aber auch. Er kommt noch auf die Liege und sie kommt hier oben noch rein. Okay, okay. Das bedeutet, ich mache da erstmal die Steine fertig. Sally räumt auf. So, das ist dann für dich, mein Lieber. Der kommt da hin und der kommt oben hin. So, dann kann ich ja schon mal abkassieren und mir im Endeffekt schon den ganzen Kram hier schnappen. Ach, er möchte auch noch was. Ach so, okay. Gut, machen wir das aber trotzdem erstmal so. Handtuch kann ich dann bestimmt auch schon mitnehmen. Außer sie möchte jetzt gleich noch irgendwas anderes in der Zwischenzeit. Ich hoffe es. Ich hoffe es nicht, aber doch, sie möchte diesen wunderbaren Cocktail in eine Ananas serviert. Mit Schirmchen und schönem Strohhalm und Pipapo. Ganz wunderbar. So, jetzt bekommst du aber das Handtuch. Und damit hätten wir das auch endlich erledigt. Sie hat jetzt auch lang genug gewartet, ne? So, Sally, du brauchst nicht mehr aufräumen. Das war's jetzt. So, weiter geht's. Und wir haben wieder was Neues freigeschaltet. Ah, schön. So, dann würde ich aber jetzt noch ganz gerne in die Diamanten reinschauen. Das haben wir nämlich schon ewig nicht mehr getan. Was haben wir denn hier? Freischalten für 5. Oh, ein Brief an Sally von Julio. Ach, wie romantisch. Ein Traumfänger. Und was habe ich hier? Das können wir nicht freischalten. Das hier aber. Oh, ist das ein Tagebuch, ein Kalender oder so? Ich habe keine Ahnung. Gut, Leute. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ich weiß, wir haben jetzt nur 2 Level und eine Prüfung geschafft. Aber das ist halt echt so, ne? Wenn irgendwie viel Story da ist und dann die Level noch relativ lang sind. Aber gut, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.